Liebe Studierende, wir sind hier im Orbis Humboldtianus, dem internationalen Club, eine Einrichtung, für die seit 20 Jahren Frau Spangenberg die gute Seele an der Humboldt-Universität ist. Sie wird gleich weiteres erklären. Die Humboldt-Universität zu Berlin ist eine sehr internationale Universität, überall auf der Welt bekannt, egal wohin Sie kommen. Und es liegt uns daran, dass auch unsere Studierenden mobil sind, dass sie im Studium tatsächlich einmal ins Ausland gehen. Hier in diesem Club wird insbesondere beraten für die Studierenden, die zu uns kommen aus dem Ausland und uns bereichern in unserer internationalen Aufstellung. Wir haben heute 16% internationale Studierende. Jeder fünfte Mitarbeiter und Mitarbeiterin hat eine Auslandsherkunft und wir sind tatsächlich besonders ausgezeichnet durch nahezu 400 internationale Partnerschaften. Ich möchte jetzt übergeben, einfach für richtig Informationen hands-on, an Frau Spangenberg. Ja, Frau Kunst, wie Sie sagen, wir befinden uns im Internationalen Club der Humboldt-Universität Orbis Humboldtianus, an einer sehr zentralen Stelle hier im Hauptgebäude der Universität. Wir richten uns hauptsächlich an die internationalen Studierenden mit einem großen Angebot. Speziell zum Studienstart haben wir eine ganze Reihe von Hilfestellungen und Angeboten. Und das reicht von den Formalitäten des Visa-Service über das Mentoring-Programm bis hin zu den interkulturellen Trainings. Aber wir richten uns nicht nur an die internationalen Studierenden, die zu uns an die Universität kommen, sondern wir richten uns auch an diejenigen Studierenden der Universität, die ein Interesse an einem Studienaufenthalt im Ausland haben. Also sei es, Sie wollen an die Partneruniversitäten der HU gehen, sei es, Sie wollen im Rahmen von Erasmus-Programmen ins Ausland. All das wird bei uns unterstützt. Mobilität ist großgeschrieben, ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit und wir fokussieren besonders darauf, auch immer mehr Studierende ins Ausland zu bringen. Wer dazu mehr erfahren will, der kann gerne auf unsere Webseiten schauen. Zurzeit machen wir natürlich sehr viel auf Social Media. Wir haben Zoom-Sprechstunden. Hier sieht man auch unsere Infothek. Normalerweise sind hier studentische Mitarbeiterinnen zur Unterstützung. Das alles ist im Moment nicht so. Aber wir versuchen es auszugleichen, wie gesagt, durch Social Media, durch ein tolles Webseitenangebot durch Informationen, die wir auch in Form von kleinen Filmen, von selbst gebastelten Filmen herausgeben. Also wen es interessiert, der kann auf die Homepage der Universität gucken, Stichwort Internationales. Wir freuen uns auf alle.